So, dann wollen wir uns endlich ein Zimmer nehmen. Hallo, wir hätten gerne ein Zimmer für ein paar Tage. Haben Sie ein Glück, ich habe gerade noch... Ah, was soll's, es sind noch alle Zimmer frei. Okay. Ich reserviere Ihnen zwei Zimmer mit je zwei Betten. Fein. Holen wir uns etwas aus und machen uns dann für heute Abend frisch. Na. Wer schläft jetzt mit wem in einem Zimmer? Ich meine, ich könnte mit meiner Frau in einem Zimmer schlafen. Aber dann würde unsere Tochter mit Sif zusammen im Zimmer liegen. Die ja zwar nicht fremd ist, aber trotzdem haben wir sie noch nicht so kennengelernt. Das heißt, eine gute Mutter würde dann eigentlich mit ihrem Kind zusammen im Zimmer liegen wollen. Aber dann müsste ich ja mit Sif ins Zimmer und dann geht's richtig, egal. Machen wir lieber mal hier weiter. Wo sind die denn hin? Da geht man noch kurz für kleine Jungs und schon sind sie weg, obwohl in diesem Inn kein Klo ist. Jee. Frechheit. Hallo. Ihre Begleiter sind in Richtung Pier gegangen. Der Sternregen fängt bald an. Sie sollten sich beeilen. Ich bin schon gespannt, ob meine Wünsche in Erfüllung gehen. Als Kind hat man mir zumindest davon erzählt. So viel Zwist es in einer Ehe gibt. In solch romantischen Momenten wie dem Sternregen. Momenten. Wie dem Sternregen vergisst man alles wieder. Ja, Schatz. Ich bin ja ein Mann. Ein großer, starker Mann und ich sehe einen Bierdeckel. Gucken wir uns noch hier um. Ah, eine gruselige Katze. Die machen mir wirklich Angst. Es ist Nacht und Finn schleicht durch die Straßen. Ich kann doch nicht einfach abhauen. Denn Finn ist der Schrecken der Nacht. Ich bin der Schrecken, der die Nacht durchflattert. Ich bin der Kaugummi, der an deinen Schuhen klebt. Ich bin Darkwing Duck. Schattenduck schlechthin, Champion der Dunkelheit, Darkwing ist der King. Schuppenkarre, die sind drei, Kreuzer, komm da, Darkwing Duck. So ein Vogelkopf zum Mord geflogen, Darkwing Duck. So eins Risiko, Darkwing Duck. Darkwing, Darkwing Duck. Zauberduck und Räucherduck, Maskenduck und mehr. Kühn, agil und voll auf Zack. Nicht von ungefähr. In Nu verschwindet er, doch bald taucht er wieder auf. Und hier kommt Darkwing Duck. Genau. So ein Vogel kommt sofort geflogen. Darkwing Duck. So eins Risiko. Darkwing Duck. Pass bloß auf, wir wissen du. Darkwing Duck. Schnuppert Dialog, Bösewichte. Willst du mich heiraten? Oh, ja. Brad, ich will. War doch Zeit, dass du fragst, du Arschloch. Ja, wir können sogar noch Leute ausrauben. Das ist ja awesome. Aber die haben natürlich nichts. Wir haben ja hier schon alles leer gefegt. Naja, Familie Koczynski. Jetzt freut dich ja reicher Schnösel. Ah, endlich Sternring. Deshalb bin ich hierher gezogen. In euer Haus. Ich bin schon ganz kribbelig. Wow. Das Baby hat auf meine Bluse gekotzt. Und das das Baby natürlich schaut aus wie ein Regenwurm. Egal. Ist hier noch irgendjemand zum Talken? Ich möchte gerne jetzt talken. Hallo. Talk doch mit mir. Talken. Keiner will mit mir talken. Nein, da oben ist das Pier, da gehe ich noch nicht hin. Ja, hier ist noch jemand. Diese nette Vampire's Dawn-Frau. Das Leben hier ist herrlich. Wusstest du, dass sich die innigsten Wünsche während des Sternregens erfüllen sollen? Das erzählt man den Kindern zumindest. Großer Penis, großer Penis.
Vielleicht sollte ich ihm endlich eine Antwort geben. Das wäre nicht schlecht nach 5 Jahren. 15 Jahre! 15 Jahre ist es nun her. Vielleicht bekomme ich ja heute eine Antwort. Typische Klischeefrau. Ach. So, jetzt aber. Ach, romantisch. Wo bleibst du denn? Du hättest fast den Anfang verpasst und den Mittelteil und das Ende. Tut mir leid. Ich hatte noch ein Geschäft ab. Iiii, und das ohne Klo. Ah, es geht los. Wird's jetzt awesome oder? Ah. Boah. Leute, das sind keine Sterne, das nennt man Atombombe. Oh. Ich rate jetzt einfach mal, das gehörte wohl nicht dazu. Das war toll! Ich will das nochmal sehen. Ich auch. Sif, du brauchst eine eigene Stimme. Ich auch. Nein, das ist ja... Ich auch. Das muss ein großer Brocken gewesen sein. Brocken? Ja. Euer Sternring ist nichts anderes als Felsbrocken, die auf euren Planeten stürzen und in der Atmosphäre verglühen. Klugscheißer! Du redest wieder wirres Zeug. Ah, was war das? Das sah aus wie eine große Geldmünze. Was war das? Hab ich doch gerade gesagt. Keine Ahnung. Sehen wir nach. Mal gucken, wen es getroffen hat. Hoffentlich diese gruselige Horrorkatze. Oh mein Gott. Bidi bip. Was ist das? Kann das sein? Nein, jetzt hab ich das nicht gelesen. Ach Mensch. Ah! Ein Etwas greift an. Kraftakt. Wir hauen alles raus, was wir haben. Wahrscheinlich müssen wir den Kampf verlieren. Ich kann aber nur raten. Au. Warum hat Finn so viel Schaden bekommen? Und warum ist er gleich wieder dran? Egal. Kraftakt! Ja, du hast keine Chance. Frack! Frack! Jetzt hast du Angst, was? Vor meinem Frack! Und schon wieder Finn. Nein, nicht Gewaltschlag. Nein, das macht keinen Schaden. Kraftakt! Ja! 400! Also lang dürft das Teil aber nicht mehr machen, oder? Oder? Okay, wir haben gerade erst angefangen. Kiu! Oh mein Gott, aua! Kann ich auch und ich mache wesentlich mehr Schaden als du. Nein, nicht konzentriert. Ich sollte vielleicht mir sicher sein, dass ich darauf bin. Zum Beispiel auf den Kraftakt. Schluck das. Ah, Finn ist tot.